Aber mir, ich hatte einen Gedanken wegen der Sache mit der Stadtwache. Und zwar, eure Frau, Isha, ist doch gewissermaßen Expertin auf diesem Gebiet, oder? Nun, sie ist eine Kriegerin aus Babuin, richtig? Ich hatte überlegt, sie zu fragen, ob sie sich der Sache annehmen wollte, aber ich wollte erst mit euch reden, deswegen. Nun, ich heiße es nicht gut, sie in diese verlotterte Stadt zu bringen, aber nun, sie hat ihren eigenen Kopf, denke ich. Sie muss selbst entscheiden. Also, billigt ihr es, wenn ich sie frage? Nun ist die. Ich verspreche euch, ich werde ihr keine falschen Versprechungen machen und ihr detailliert schildern, wie es um Janka wirklich steht. Es liegt nicht an mir, etwas zu billigen und etwas zu missbilligen. Es ist Ihre Entscheidung. Nun, dann werde ich ihr diesen Vorschlag unterbreiten. Wir gerade beim Thema sind, Abelmir, wie geht es dir denn in deiner Beziehung? Ist alles in Ordnung? Hervorragend. Oh, das freut mich sehr zu hören. Und fragt ihr, seid ihr neugierig? Genau, ich bin neugierig. Und wenn immer etwas ist oder dich bedrückt oder bekümmert, dann kannst du dich an uns wenden, an mich oder Zulamin. Natürlich. Aber warum soll ich das tun? Naja, weil wenn man über Leid oder Frustration spricht, dann werden die Dinge viel einfacher und man kann neue Perspektiven einnehmen. Wie kommt ihr darauf, dass ich leide? Nein, das war jetzt nicht so gemeint, als würdet ihr leiden, sondern ich wollte das nur sagen, dass ihr immer mit uns sprechen könnt, weil ihr ja der Captain seid und damit auch ein gewisses Verantwortungspotenzial tragt und wir euch einfach entlasten wollen, also Zulamin Natürlich. und ich. Wir sind Freunde. Wir können immer miteinander reden. Das ist schön zu hören. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich machen werde. Ich meine, ich bin jetzt Vezierer. Diese Stadt ist meine Verantwortung. Aber eigentlich wollten wir ja die blutige See bekämpfen. Ihr müsst einen Stellvertreter nennen. Ein Vogt gewissermaßen. Ja, also Ja, vielleicht. wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, unser Diplomat hat bei den Bauern ganze Arbeit geleistet. Und wir brauchen ihn nicht wirklich auf dem Schiff. Seien wir ehrlich, er macht gute Brötchen, aber. Nun ja, er ist ein Mann. Naja, aber er wird von Sulaimin ernannt. Es macht ihn deswegen nicht zur Frau. Das ist richtig. Aber wir könnten ihn mit jemandem lokal von hier verheiraten. Ich weiß nicht, ob er davon sehr begeistert wäre. Aber er könnte zumindest eine Hilfe sein. Und ich glaube, Haswulf wäre dankbar, ihn los zu sein. Ich glaube auch. Und er Aber. selbst hat ja gesagt, er möchte nicht mehr dieses Schiff essen. Vielleicht können wir es ihm damit schmackhaft machen, wortwörtlich. Ja. Habt ihr dann schon die Verträge und Finanzen dieser Stadt nun ja durchgesehen? Offen gestanden, finanzielles ist nicht so ganz meine Stärke. Nun, vielleicht kann ich euch helfen dabei, etwas Ordnung in die Unordnung zu bringen. Dafür wäre ich sehr dankbar. Jalan hatte sich dafür auch schon angeboten, aber er war eher wenig hilfreich gestern Abend. Was habt ihr denn gestern Abend gemacht, wenn ich fragen darf? Ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht mehr an alle Details. Jalan wollte über die Verwaltung der Stadt sprechen und wie es weitergehen soll. Und er hat eine Flasche Wein aufgemacht und immer wieder nachgeschenkt. Aber ich habe das Gefühl, es ging eigentlich nicht sehr viel um Janka. Irgendwann ging er dann, um von Rafim ein Kartenstück zu holen. Und dann kam auch noch Abelmir dazu. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an vier Flaschen, offene Flaschen. Aber. Nun, das erklärt einiges. Uiuiuiuiuiui. Aber so kenne ich Jalan gar nicht. Darauf war ich nicht gefasst. Nun, vielleicht ist er noch nicht verliebt. Vielleicht hat er ja auch Grund zum Feiern.
Oder Abelmir hat recht und die Alain ist verliebt in euch. Ich meine, seine Beziehung ist keine glückliche, das ist kein Geheimnis. Oh Göttin, bitte nicht. Nur so hässlich ist er nun auch, wenn nicht. Er hat zwar nicht mehr beide Hände, aber ist immer noch ein stattlicher Mann. Immerhin hat er wieder beide Augen, so sagt man. Oh, ich mag ja Alain, aber denk mal an Leonida. Die würde uns beide umbringen, glaube ich. Ach. Und Jalans Vorstellungen von Beziehungen decken sich nicht so ganz mit meinen, oder? Ich glaube auch nicht. Aber, ja, das würde ja trotzdem der Tatsache keinen Abbruch tun, dass er sich vielleicht in euch verliebt hat. Liebe ist recht irrational, sagt man. Also, über die menschliche Liebe. Die Zwerge sind da anders. Vielleicht müsste ihm seine schwärmerischen Flausen etwas austreiben. Ein ernstes Wort mit ihm reden. Nun, wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall ergründen müssen, was diese Sache sollte. Ihr habt zumindest insofern recht, Boltax, dass seine Ehe nicht sehr glücklich sein kann. Bisher habe ich Leonida ihn immer nur anschreien sehen. Ja gut, aber das ist keine Besonderheit. Sie schreit auch uns die ganze Zeit an. Ich war schon zweimal kurz davor, sie zu pisten, um ein bisschen Ruhe zu haben. Nun, vielleicht liegt das auch teilweise an Jalan. Er hat ein wenig ein volatiles Temperament. Ich denke mir jedenfalls jedes Mal, wenn ich sie sehe, sie kann keine glückliche Frau sein. Schrecklich sein, immer so garstig zu allen zu sein. Ja, das stimmt. Aber Mia, wenn ihr mit volatil meint, dass Jalan dazu neigt, andere Leute zu provozieren, dann gebe ich euch voll recht. Oh, und zum Duell zu fordern, nicht zu vergessen. Oh ja. Oh ja. Nun, wie auch immer. Ich denke, ich werde mit Boltax mal dieses Gemälde mir genauer anschauen. Oh ja, sehr gerne. Braucht ihr dafür auch 7 Stunden? Ich denke nicht. Nun. Dann begleite ich euch und wir können uns danach den Büchern und nun vielleicht auch den Briefen widmen. Oh ja. Das wird mich etwas ablenken. Derweil kommen Rafim und Diamantes gemeinsam mit Marcheska bei dem toten Malma an. Die Dukatengarde steht positioniert mit 10 Mann davor und bewacht die restlichen Überbleibsel, damit die merkwürdige Fischbesatzung der Stadt das sich angeht und auch einige erschlagene Kreaturen, denn alle habt ihr noch nicht gefunden. Die Stadt hat wohl ehemals 2000 bis 3000 Einwohner und, gefasst und gerade diejenigen, die am Hafen wohnen, sind wohl besonders pervertiert, hatten versucht, ihren Malma zu rächen. Und sind an der Garde gescheitert. Ja, so könnt ihr vor ihm ankommen und das Ausschlachten kann relativ schnell beginnen. Ihr habt noch einige Treuzacker dabei und Diamantes kann die Rotzenkugel inspizieren. Die sind allerdings zerbrochen an den dicken Schuppenpanzern. Einige sind wohl so ein bisschen eingedrungen, aber zum Großteil sind sie eben zerbrochen. Gerade wenn Steinkugeln sind, die gehen dann kaputt. Auch die Metallkugeln weisen wohl einige Risse auf. Du würdest wohl meinen, dass man die nicht richtig abschießen kann. Man könnte sie vielleicht noch zerkleinern oder umschmelzen, umschmieden, aber so wie sie aktuell sind, in dem Zustand, kann man sie nicht weiter benutzen. Ja, wir nehmen die mit. Wir machen Hagelschlag draus. Ja. Also sobald die Arbeit dann da losgeht, werden wir die Kugeln trotzdem auf irgendwo einen Haufen am Strand türmen, sodass wir die später benutzen können. Okay. Ja, wie gesagt, ihr hattet 2-3 Mal auf ihn geschossen und dann jeweils mit den Kanonen, die einseitig stationiert waren, wirst du dann so grob, du würdest sagen, 20 Kugeln bergen können. Okay. Ja, derweil, Marcheska Paligan wird nicht als feine Magierin stehen bleiben, sondern nach kurzer Inspektion auch die Bauchregion betreten, dort wo sich wohl der Magen war. So ein bisschen dann mit einem kleinen eigenen Kurzschwert schneiden und zerren und sich den Schleier vor das Gesicht ziehen, bis sie dann irgendwann im Magen drin steht. Was wollen derweil die anderen tun? Ich möchte einerseits das Maul irgendwie aufhalten. Boltax hat ja gesagt, irgendwelche Pfeiler oder so.
Und dann möchte ich anfangen, den Malmer von vorne bis nach hinten leer zu machen. Bevor wir ihn bewegen. Mhm. Ja, schneiden. Also normalerweise nimmt man Tiere ja von außen auf, dass man dann die Haut schneidet und dann sich seine Stückchen Fleisch rausschneidet. Hier ist es eben genau andersrum, weil die Haut einfach undurchdringbar ist, dieses Panzerkleid. Und so kannst du dich dann mit durch dieses weiße Fischfleisch schneiden und viel über die Anatomie eines solchen Spinnentieres lernen. Auch wenn andere Spinnen anders aussehen, aber die Anatomie scheint dann doch wohl so ein bisschen zu übertragbar sein. Ob das Ding wirklich ein Herz hat? Du hast wohl mal gehört, dass Abel mir was dazu sagte, dass Spinnen gar keinen Herzen oder Blut haben, sondern alles über Nervenleitungen funktioniert. Ganz interessant. Oh, faszinierend. Oh, guck mal, Diamantis, ich habe ein großes braunes Stück gefunden. Ja, hier sind anscheinend viele große braune Stücke. Das ja, ja, und auch viele weiße Stücke. Willst du mal mit rein? Hm. Ah, ich glaube, ich schaue mir das mal an. Wir müssen aufpassen, nicht, dass, wie Boltax sagte, uns irgendwas auf den Kopf fällt, sobald wir zu weit drin sind. Nein, ich schneide mich nach oben durch. Ich habe mich gerade für die Schultern von ihm dargestellt, damit ich oben gut schneiden kann. Ja, Raffi würde mal das Maul aufreißen. Ja, siehst du? Doch, schön von innen, oder nicht? Also ich sehe schon, hier wird ein schöner Tempel draus. Ja, dass du das Maul überhaupt aufbekommst mit... Boah, das muss ziemlich schwer sein. Ach, Diamantes, aber mir wollte eh noch mal ein paar mehr Liegestütze machen. Da kannst du dich auch beteiligen. Liegestütze schaden nie. Ja, sehr vernünftig, sehr vernünftig. Wollen wir mal schauen, ob die Magierin gefunden hat, was sie sucht? Was sie wohl im Magen zu finden erhofft. Schauen wir mal. Das kann ich dir nicht sagen. Ich würde mal der Magierin hinterhergehen. Ja, wenn du dich dann vom Mundstück in Richtung des Magens bewegst, dann kannst du erkennen, wie sie dort im weißen Fleisch steht. Das Kleid ist wohl auch so ein bisschen durchzogen von dieser ekelhaften Flüssigkeit, die sich da gesammelt hat, da so viel Magensaft oder sowas. Und du siehst ja so ein Anker, der wohl halb anzerfressen ist, wohl noch eine Gravur von irgendeinem mittelreichischen Schiff, was hier vor einiger Zeit lang gefahren ist, wurde dann zerquetscht, zerschnitten und gefressen, und ein Steuerrad aus Holz, was hier wohl ebenso noch ein bisschen den Magensäften ausgesetzt ist. Währenddessen hat sie sich abgebeugt und versucht dann so ein bisschen in dem Chaos sich zu orientieren. Ihr dürft mal gerne eine Anatomieprobe würfeln, um ihr zu helfen. Das sieht gut aus. Sie selber ist wohl noch immer am Suchen des Bodens, und Rafim, du kannst erkennen, wie dort wohl zusammenhängend Ohrringe liegen, eine wertvolle Kette und ein Münzgürtel. Ja, ich würde das alles dreien. Ich würde ein Taschentuch herausziehen. Ja, ist auch schon dreckig, egal. Und das Ganze mal da reinpacken. Und das ihr präsentieren. Sucht ihr danach, werte Frau. Ausgezeichnet. Genau das ist es. So schnell wart ihr? Ich will ja nicht meine eigene, aber Abel, mir hat mir ein bisschen was beigebracht über Tiere. Und oft sammelt es sich da hinten in der Magenregion. Ach, das ist also der Magen. Wo schneide ich denn hier gerade? Ich glaube, du schneidest gerade in Richtung Darm. Ich würde vorsichtig sein. Ah, danke für die Warnung. Wollt ihr es haben? Ich würde es gerne an mich nehmen, ja. Ja, ich würde es dir geben. Wenn du dir das Ganze betrachtest, es besteht wohl, ja, aus Gold, aber nicht nur aus reinem Gold, sondern auch noch andere Metalle, die du nicht erkennst. So ein bisschen regenbogenfarben, teilweise so ein bisschen blau schimmernd und schwarz schimmernd. Das Schwarze erkennst du auf alle Fälle, das muss Endurium sein. Ja, ich nicke mir selbst zu und dann gebe ich ihr das. Ja. Sie steckt es dann in ihre Gewandung, also scheint sich dann, wischt dann noch kurz irgendwie diesen Schleim an ihrer äußeren Kleid, beziehungsweise der Magierrobe ab und steckt es sich dann in das Innere ihres
ihrer Tasche. Ausgezeichnet. Also, dann habe ich das, weshalb ich an Land gekommen bin. Ja, wenn ihr noch irgendwas braucht, sagt nur Bescheid. Nein, das war zumindest das, weshalb ich hier bin. Ich stehe in eurer Schuld. Ein weiteres Mal. Kommt auf mich zu, wenn ihr etwas braucht. Die Basaltfaust ist immer froh, euch helfen zu können. Magistra. Ja. Vielleicht ist das hier nicht der optimale Ort, um zu reden, doch wie genau seid ihr nach Zorgan gekommen? Wart ihr in der Nähe von Keles stationiert oder kamt ihr direkt aus der Perle? Ich kam aus der Akademie, korrekt. Die Basaltfaust hatte mich aufgesucht und mir ein Angebot gemacht, was ich nicht ausgeschlagen habe. Wer schlägt schon das Angebot einer Basaltfaust aus? Ja, der Großmeister ist sehr überzeugend und sehr reich. Voll wahr. Nun, zudem verfüge ich über einen Namen, der euch sicherlich bekannt sein sollte, da ihr ebenso beide Ananfaner seid. Meiner Familie ist also auch daran gelegen, dass ich hier wirke. Ja, und wir danken natürlich der Familie Palligan für ihre Hilfe. Eine Ehre, euch auf dem Schiff zu haben. Und wir werden euch diesen Dank erwidern. Wie dem auch sei. Wir haben die Herrschaftssymbole. Wenn nichts weiter ist, werde ich mich wieder zurück auf das Schiff begeben. Wir sehen uns dort. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf ihm deutet eine Verbeugung an. Ja, sie deutet ebenso eine Verbeugung an und stolziert dann nach draußen. Ja, ich würde mal Diamantes auf die Brust hauen. Was meinst du, wie viel tausend Dukaten hat ihr gerade rausgetragen? Weiß nicht, was genau hast du ihr denn da gegeben? Ja, ein Durium und Metalle, die ich nicht kannte. Also sind wohl irgendwelche Ohrringe. Richtig teuer, schätze ich. Durium, hier im Magen des Malmers. Und sie wusste, wo sie danach suchen musste. Ja, vielleicht hat er irgendein Schiff gefressen und sie wusste davon. Möglich. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, aber außerhalb des Magens, das ist also das ist ja widerlich, was da alles drin ist. Ja, du solltest auch deinen Schuh da rausziehen, das ist ein bisschen ätzend. Also. Diamantas, du kannst so sehen, wie du stehst wohl gerade auf einem Homeria-Platten, irgendwie so, also die äußere Hülle eines Homerias, das Innere wurde wohl schon verdaut. Und wenn du deinen Fuß da rausziehst, kannst du wohl sehen, dass es da wohl noch weitere Perlen gibt. Also, das sind jetzt keine Metalle, sondern, naja, so Perlen, wie sie die Natur erschafft. Schau dir das mal an, da, in der Flüssigkeit. Oh. Okay. Hier können wir noch einige Schätze draus ziehen. Ja, willst du dich drum kümmern? Du hast ja ein gutes Auge für. Wenn wir das hier aushöhlen, können wir so oder so alles raussammeln, was wir hier drin finden. Ich meine, alles muss doch raus, oder? Ja, alles muss raus. Willst du dir dann die Schätze anschauen und ich schneide vorne schon mal weiter? Das wird wohl besser sein. Ich mit meinem Dolch kann nicht so viel abschneiden wie du mit deiner Bohrensichel. Naja, pass auf dich auf, ne? Nicht, dass hier noch Numeria drin ist und dann überrascht er dich gleich. Dann weiß ich, dass du keine 5 Schritte hinter mir bist. Ja, ich wollte nur sagen, dann schrei einfach laut, Hilfe, hier ist ein riesiger Numeria, der mich fressen will. Ja, dann weiß ich, dass du in Schwierigkeiten bist. Rafim hat sich schon so umgedreht, ein bisschen rückwärtsgehend und aus dem Magen raus stapsen. Da fällst du wieder wohl über einen weiteren Gegenstand im Inneren. Kannst dich noch dann was versuchen aufzurappeln, auch wenn du dann schon in dieser ekelhaften Brühe drin stehst. Aber als du dann nachguckst, worüber du gestolpert bist, eine große Schatulle wohl mit Schmuck versehen. Also so ein großes Schmuckkästchen. Oh, Diamantes, ich hab's gefunden, ich hab das Schmuckkästchen gefunden. 2 Dukaten, es sind mehr Halsketten drin als Ohrringe. Komm schon. Ich dabei. 2 Dukaten, mehr Halsringe als Ohrringe. Okay, ja, ich versuche das zu öffnen. Ja, du kannst es aufbrechen, also mit deiner Körperkraft sollte das wohl gelingen oder zur Not nimmst du noch irgendwie einen kleinen Dolch oder sowas, den du dann reinschiebst und kannst es aufknacken und es sind tatsächlich Amulette drin, Schmuckstücke, Ringe, die wohl einer überfahrenden Passagierin gehört haben vor einiger Zeit. Du guckst kurz
so von der, ja, sicherlich schon seit 5 Jahren hier drin. Aber von außen ist die Schatulle nicht so angegriffen. Ne? Also die Magensäure hat dann das Metall nicht angegriffen. Müsste man natürlich noch grob reinigen. Aber sowohl Schatulle als auch das Innenleben sind noch vorhanden. Ah, hier ist ein Ohrring. Das heißt, hier muss mindestens noch ein zweiter sein. Oh, ich schau mal. Die nächsten 2 Stunden machen sich die Männer, die ihr dabei habt, eine große Gaudi daraus, Gegenstände zu finden oder Wetten darauf abzuschließen, was denn gefunden wird oder was als nächstes gefunden wird. Und so könnt ihr nach und nach, ich würfel mal, ihr könnt am besten einfach mal jeder selber ein W20 würfeln. 130 Dukaten. Und 170 Dukaten. Also irgendwelche goldenen, silbernen, Hauptsache metallisch, oder aber natürliche Perlen, die dann gefertigt worden sind von irgendwelchen Muscheln oder sowas, die dann gefressen worden sind. Und ja, der Malmer verfügt tatsächlich über einiges an Innenleben. Derweil bei den anderen, vor dem Bild. Boah, da wären wir. Abelmir, was möchtest du denn machen? Nun, ich würde dieses Bild erstmal auf seine magische Natur untersuchen, ob es magisch ist oder nicht. Nun gut, dann lasse ich dir den Vortritt. Das wird ja nicht so lange dauern. Könnt ihr ein Schrittbrett treten? Natürlich. Vielen Dank. Ja, ich würde mir Zeit lassen. Iggy, Mama, Gott. Und würde einen Ode Arcanum wirken. Das Bild ist magisch. Du würdest sagen, dass noch grob 60 Astralpunkte vorhanden sind. Vor allem die Komponenten dämonisch, Belkelel und es... Merkmalskenntnisse bekommst du noch? Was bekommst du noch alles? Es kommt natürlich auf die... ab 12 CLTP bekommt man ein feinstrukturiertes Bild des Gewebes, Fließrichtung der Kraft, eventuell Erleichterung für Mitgliedkundeprobe, für Nachhinein. Man erkennt das Vorhandensein von Kraft und die Art, aber nicht die Repräsentation und die Merkmale eines wirkenden Zaubers. Okay. Ich schau gerade mal nach, was du noch alles bekommst. Ich gebe dir dann gleich eine Strukturanalyse bzw. eine Intensitätsanalyse. Der war die anderen. Ja, ich würde erstmal warten, bis Abelmir fertig ist und mir anhören, was er zu sagen hat. Abelmir, sag, was siehst du? Nun, es ist stark durchdrungen von Magie. Es scheint zu leben, es pulsiert auf eine merkwürdige Art. Auf jeden Fall erkenne ich dämonische Strukturen, hebsphärische Essenzen. Und ja, es durchzieht das gesamte Gemälde. Der Ursprung scheint, nun ja, der Antidomäne der Raya zu sein, wenn ihr versteht. Ich verstehe. Und ich sehe, ich glaube, noch etwas zu sehen. Ein Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, eine Struktur eines magischen Wesens, eines Gildenmagiers, denke ich. Aber es ist nur ein Schatten oder ein Teil. Ja, vielleicht. Ein Geist? Nein. Nun, Jem, Zulamin, ihr müsst verstehen, wenn Magier die Welt betrachten und die Lebewesen darin, erkennen sie, ob ein Mensch, ein Zwerg oder ein Elf, er hat eine magische Struktur, versteht ihr das? Leib. Ein Astralleib, genau. Und die Struktur unterscheidet sich. Ein Teil dieses Astralleibs ist in diesem Bild vorhanden oder übergegangen. Das ist nicht üblich, oder? Das ist nicht üblich, nein. Vielleicht hat er sich eingebrannt, bei dem Ritual dieses Bild zu erstellen.
Es sind auch noch Komponenten der Herrschaft, des Einflusses. Nun, das passt zur Domäne. Und auch der körperbeeinflussenden Kräfte, der Eigenschaften. Es greift hinaus, versteht ihr? Der Astralkörper lebt und lebt doch wieder nicht. Das klingt außerordentlich komplex und außerordentlich beunruhigend. Also hat Diamantas sich das mit dem Geruch nicht eingebildet. Und seht ihr diesen Tetraeder, diesen Kubus? Ja. In den Stein? Ja. Ah, das Dreieck, das Glänzende. Von ihm geht auch eine besondere Kraft aus. Ich kann die noch nicht genau beurteilen. Nun, dann sollten wir uns das noch genauer angucken. Ich denke, ich werde jetzt einen Blick in die Historie dieses Ortes werfen. Vielleicht sehe ich mehr. Etwas, das sich mit der Analyse deckt. Und hab keine Sorge um mich. Bild, wenn es sich auf Einfluss oder auf Verwirrung spezialisiert hat. An mir als Zwerg kommt so etwas nicht vorbei. Ihr solltet sehr vorsichtig sein. Nun, ja. Immerhin ist er gewarnt und kann sich entsprechend wappnen.